1. Hallo liebe Pixel zu Pixies, mein Name ist Aha und herzlich willkommen zu Closed Beta zu Die Siedler. Okay, alles klar. Also, das Spiel ist zwar nicht der Burner, aber es fordert mich trotzdem. Und wir bauen uns gerade eine Armee auf. So, was können wir machen? Wir können forschen. So, bei der Forschung fangen wir doch mal an. Wir haben Warriors und das möchten natürlich, dass die mehr Lebenspunkte haben. Bis uns leisten können, was wir können, sollten wir zweite Akademie bauen. Einfach so direkt neben der ersten. Alle Steine sind alle. Ihr seid leer, das ist gut. Dann kann ich nämlich abreißen. So, und dann sagen wir doch hier auch Warhaus. Super. Alle Waren werden transportiert. Leute werden ausgebildet. Esel auch. Ja, brauche erstmal nur das. Also Fleisch brauche ich erstmal kein zusätzliches. Fisch habe ich, denke ich, auch erstmal genug. Wir bauen hier eine zweite Akademie, damit wir schneller forschen können, aber wir haben noch. Oh, ha, das ist gerade erst fertig geworden. Na gut, dann nutzen wir doch die übrig gebliebenen Steine und das übrig gebliebene Holz und bauen uns einen Hafen. Das erste Gebäude im Spiel. Das ist lediglich der Marktplatz aus Age of Empires. Wo ich auch noch eine extra Ressource bekomme, die ich für nichts an. Also, naja, gut, ich kann sie halt kaufen einsetzen. Und fürs Forschen. So, ihr kriegt erstens das auch. Und ihr kriegt dann zweitens. Hier nach da oben, dann bauen wir da oben auch einen Türme hin. Von hier unten nähert sich ja die Armee. Eigene. So, wir bauen hier neue Wohnhäuser. Wundervoll. Eine. Leer. Du kannst mal. Der Träger. Ganz eindeutig. Und wir brauchen einen kürzeren Weg. Die Leute von hier nach da laufen. Super. Okay. Weil Esel werden ausgebildet, das finde ich ja immer ganz gut. Häuser werden gebaut. Fertig. Ist. Läuft das? Läuft's? Wir brauchen noch einen, der Berries sammelt. Jo, ihr baut neue Wohnhäuser aus, das ist ja super. Dann kommen schneller neue Leute dazu, das ist auch immer gut. Weil die können wir jetzt eindeutig gebrauchen.
Mehr Trigger. Mehr Trigger. Gut. So, bis der fertig gebildet, ausgebildet ist, würde ich hier noch nichts weiter ausbilden. Nicht so viele Leute gerade übrig. Da muss ich auch langsam gucken, meine Armee wächst, aber ich habe noch nicht. Warum auch immer da? Egal. Ach so. Doch, doch. Das gibt Sinn wegen der Steine. So, mehr ist besser als weniger. Das ist doch klar. So, ihr konzentriert euch auf Ranger. Ja, Warrior, was ist das? Das ist blöd. Das. Oh. So. Für den Transport von Gold ist das eine ganz schöne Abkürzung, die wir gebaut haben. Höre denn dann mehr Leute in ein paar Minuten? Okay, ja. Ja. Engineers, Claim Territory, Engineers, the Goods, Club. Ja, alles. Alles nett, aber nicht notwendig. Warten wir doch erstmal, bis alle Baustellen zu Ende gebaut werden können. Weil davon würde ich jetzt, auch so, bis dahin können wir erstmal Wärter und alles sammeln. Das Einzige, was wir in der Zeit noch ausbilden, sind die Esel. Oh. Oh, das ist auch fast fertig gebaut. Da kommt das letzte Holz. Und dann habe ich nämlich auch genug Berries. Slightly more Berries. So, und dann würde ich sagen, stürmen wir auf den Gegner bald los. Ah. Es wird fertig. Fertig. Mehr Häuser. So, jetzt sollten wir mal gucken, dass wir mehr so zwei Farmen, eine Mühle und zwei Bäcker. So erschien es mir bisher jetzt so als perfekte Ratio. Na, gucken wir mal. Ansonsten, was können wir verkaufen? Verkaufe Fisch! So, Fisch, Fisch, Fisch. Das war auch ein bisschen blödes Logo, ehrlich gesagt. Aber ja, gut. Schlimmere.
Okay. Mit den Trampelpfaden zeigt ihr mir schon, wo es lang geht. Ja? Na gut. Gehe ich euch da lang. Trampelpfade kosten ja nichts. Ah, 16, 12, oh. 13. Ihr werdet wohl noch irgendwo anders gebraucht. Arbeiten, tragen. Der Stille rumsteht, behindert nur die Ökonomie. So. Wir sind bei 11 Minuten. Haben wir noch? Ich hoffe ja echt erst, dass das Gold hier mal langsam transportiert wird. Wir bauen hier den Pfad. Da auch Eselskarren dann können und alles. Behalten uns die Steine für bessere Sachen auch. Nicht. Super. Research completed. Super. Auch halt mehr Träger. Damit wir halt endlich mal das ganze Gold und alles überhaupt von A nach B transportiert kriegen. So. Ich muss ja sehen, dass ich hier auch so langsam türme. Oh, okay, ich habe gerade nicht eine. So, wie viel Gold haben wir denn hier? 200. Der Chip ist los. Ich habe 1170 Gold. Mir mangelt jetzt echt an Trägern, das ist auch alles. Okay. Bauen wir mehr Häuser. Bauen wir eine Produktionskette, damit Häuser versorgt werden können. So, was wollen wir weiter? Okay. So, da kommen noch zwei Dachen. Dann baue ich noch eine Mühle. Die Mühle möchte ich abreißen. Ja, dann können wir nämlich zwei Bäcker rein. Eine da bauen. So. Ach, die Mühle ist noch nicht fertig, weil die Steine noch fehlen. Ernsthaft. Okay. So, dann haben die erstmal maximale Lebenspunkte. Das passt mir doch schon mal gut.
Super. Noch mehr Häuser. Hier die Mühle. Ich kann ja leider nicht sagen, baut zuerst die Mühle. Was super doof ist. Ich meine, klar, wenn wir mehr Häuser haben, haben wir mehr Countdowns, die gleichzeitig runterlaufen, aber das doch eher eine mühselige Sache. Wir haben es echt so lame gemacht, dass ich halt die Sachen bauen will. Ja. Das jetzt wirklich spaßig ist oder eher eine Pflichtarbeit, sicher na, jeder selber denken. Wird diese Mühle nicht fertig gebaut? Leute. So, wir bauen hier noch ein paar. Not enough workers. Wir haben aber 13, die voll rumstehen. Ehrlich, produzieren uns immer überhaupt gar nicht, ne? Cool, mit Rolling Forest, ich finde da immer was. Hier habe ich jetzt einen Haufen Karren, die einfach rumstehen. Research completed. Macht irgendeine Mühle fertig werden. Wäre das möglich? Research. So, na denn. Damit dann. So, der andere Research läuft noch. Mehr Wohnhäuser sind gebaut. Das ist ja alles cool. Sehe, dass ich 418 Leute haben könnte. Aber nicht habe. Was mich hier hindert, ist, dass ein verdammter Stein. Geliefert wird, okay. Ah. Super. Toll. Ich werde jetzt braucht denn so ein Turm 10 Steine. Oh, so viele Steine. Mal jemand jetzt echt endlich die diese Mühlen zu Ende bauen. Sobald ich hier soweit bin, dass ich den Angriff anfange zu versuchen, so bald gehe ich dann los. Toll. Dann baut diese Mühlen zu Ende. Trade completed. So, vielleicht haben wir wieder mehr Eselkarren. Meine Bogenschützen entwickeln sich gut, aber meine restlichen Leute nicht. Meine Krieger meine ich.
Meine Mühlen werden nicht fertig gebaut. Warum nicht? Ich habe genug Träger übrig. Ich habe hier Steine, ich habe hier Steine. Ich habe da Steine. Steine können auch transportiert werden. Ich verstehe es nicht. Ich brauche mal da noch ein Zwischenlagerhaus. Nur, dass ich hier mit der nächsten Forschung anfange, aber das macht er nicht. Aber auch echt merkwürdig gezogen. Ja, das ist ein Fehler, okay. Ja. Sollte nicht so sein. Okay. Gut. Dann hört ihr es oder hört es nicht. Wir sind ja wieder am Ende. Würde ich sagen. Ja, also es bleibt wie es ist. Ich habe Fehler an allen Enden. Ich kann gewisse Sachen, die nicht zu Ende gebaut werden, das kann jetzt natürlich mit der Closed Beta zu tun haben. Muss man fairerweise sagen, für sowas ist auch eine Closed Beta da. Aber boah, nervt das rum, ganz ehrlich. Und dass ich immer noch nicht, dass ich halt nicht sagen kann, transportiert erst das, das und das. Halt so siedleruntypisch. Ich habe keine Statistiken, keine Übersicht, kein nix. Ich weiß nicht, warum die Eselskarren manchmal rumstehen und manchmal nicht. Sind die wie meine Ingenieure, aber die Ingenieure kann ich von A nach B schicken. Warum kann ich das dann mit den Eselskarren nicht? Naja, ihr versteht meine Probleme. Ihr habt es ja gerade gesehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein besseres Siedler in der Zeit gespielt habt, in der ich hier dieses Siedler gespielt habe. Wir hören uns dann in der Endcard. Wir sehen uns im nächsten Teil und viel Spaß beim Selbersiedeln wünscht euch euer. Aha. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailer Kommando. Den Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts-Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln. Wünscht euch euer Aha.